Deinen Ex zurückbekommen mit dem Sechs-Schritte-Plan. Das ist möglich. Und wie genau das geht, erfährst du in diesem Video. Deinen Ex. Du kannst deinen Ex garantiert zurückbekommen mit diesem Sechs-Schritte-Plan. Wie genau das geht, erfährst du in diesem Video. Wenn man gerade verlassen worden ist, wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist und man steht so vor den Trümmern seiner Träume, dann ist es natürlich schwierig. Und im ersten Moment stellt sich wirklich für dich die Frage, kann ich diese Beziehung retten? Gibt es noch eine Chance? Gibt es noch Hoffnung für uns? Und wenn ja, wie genau kann ich meine Beziehung wiederherstellen? Wie werden wir wieder miteinander glücklich? Und der größte Fehler, den Leute machen, oder einer der größten Fehler ist es, 6 Wochen Kontaktsperre zu machen und sich dann einfach nach diesen 6 Wochen wieder zu melden. Warum genau das nicht funktioniert, dazu komme ich gleich. Und ein weiterer Fehler, den viele machen, ist es, keine Kontaktsperre zu machen und einfach zu versuchen, die Beziehung nahtlos weiterzuführen. Und selbst wenn du 2 Wochen gewartet hast, dann ist es noch zu früh, um sich zu melden. Dann ist es noch zu früh, um eine Beziehung neu anzufangen. Und die dritte Sache, die nicht funktioniert, ist es jetzt, zum Friseur zu gehen, Gewicht zu verlieren, neue Outfits zu kaufen. Das ist oft, wenn wir uns trennen, ist das natürlich so der erste Gedanke ist, oh, wenn ich besser aussehe oder wenn ich, ich weiß nicht, ja, ein paar Kilo weniger wiege, vielleicht will er mich dann wieder. Aber ich garantiere dir, in 99,9% aller Fälle hat er sich nicht deswegen getrennt, sondern er hat sich von dir getrennt, weil etwas emotional nicht gepasst hat. Und dazu kommen wir gleich. Und das ist wirklich der relevante Punkt. Wenn du in der Kontaktsperre in der Trennungsphase jetzt gerne auf dich schauen möchtest, dir ein bisschen Me-Time gönnen willst, Selbstliebe leben willst, indem du dir einen neuen Haarschnitt gönnst oder neue Outfits gönnst, das ist absolut in Ordnung. Oder indem du dich gesünder ernährst und mehr bewegst, das solltest du sowieso tun. Aber das wird deine Beziehung nicht retten, denn das war auch nicht das Problem, das deine Beziehung zerstört hat. Warum funktioniert jetzt eigentlich eine 6 Wochen Kontaktsperre nicht, wenn man sie jetzt ohne Anleitung einfach so macht, also dieses einfach sich 6 Wochen nicht melden. Ich habe das ja mal gemacht, du kennst vielleicht meine Geschichte mit dem Marillenkuchen. Wenn nicht, das wird ja noch unterkommen, wenn du meine Videos schaust. Aber Punkt ist, ich habe diese Kontaktsperre ja mal getestet. Das war der erste Mal, bei dem ich sie getestet habe und da habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe nämlich wirklich 6 Wochen Kontaktsperre gemacht. Das war soweit so gut. Das heißt, er hat dann angefangen, sich ein bisschen zu melden, er hat angefangen, sich wieder zu interessieren. Nach den 6 Wochen habe ich mich dann ganz normal wieder bei ihm gemeldet. Dann gab es ein Wiedersehen. Dann hat das Ganze kurz funktioniert und dann waren wir wieder am gleichen Problempunkt wie zum Zeitpunkt der Trennung und dann gab es eine erneute Trennung. Das Ganze wurde dann zu einer On-Off-Beziehung, auch das ist eine andere Geschichte, über die ich in anderen Videos und bei meinen Seminaren erzähle. Aber Punkt ist, einfach eine Kontaktsperre machen funktioniert nicht, weil wenn du nichts veränderst in der Zeit der Kontaktsperre, und ich meine hier nicht das Aussehen, ich meine, wenn du emotional nichts veränderst, wenn du nicht herausfindest, was dazu geführt hat, dass die Beziehung gescheitert ist und vor allem, wenn du auch nicht herausfindest, wie du genau diese Probleme in der Zukunft vermeiden kannst, dann hilft die Kontaktsperre nichts. Einfach sich nicht zu melden, ändert nichts daran, dass du vielleicht bestimmte Ängste hast, die zur Trennung geführt haben oder dass es zwischen euch Konflikte gab. Die werden nicht gelöst, nur weil man sich 6 Wochen nicht meldet. Okay? Und das ist der Punkt. Und so viele Leute machen diesen Fehler. Das heißt, sie verschwenden ihre Zeit damit, dass sie jetzt 6 Wochen lang sich nicht melden und in der Zeit quasi nicht wirklich an sich selber arbeiten, an ihren negativen Glaubenssätzen arbeiten. Und dann gehst du zurück und dann setzt du die Beziehung genau da fort, wo du aufgehört hast. Das heißt, du wirst wieder die gleichen Verhaltensweisen haben, das wird die gleichen Muster erzeugen und die Beziehung wird wieder scheitern. So funktioniert das nicht. Und dann kann man natürlich sagen, ja, dann mache ich gleich gar keine Kontaktsperre. Warum eine Kontaktsperre? Viele Leute sind ungeduldig. Sie haben Angst, dass er dich in der Kontaktsperre vergisst oder dass er in diesen 6 Wochen eine andere findet oder ich weiß nicht, ja, dass dann ja, sein Interesse ganz weg ist und sie denken, sie müssen sich sofort wieder melden, sie müssen sich sofort wieder um diesen Mann bemühen, damit die Beziehung klappt. Und das funktioniert genauso wenig, weil hier hat er zu wenig Distanz gehabt. Er kann dich noch gar nicht vermissen. Und ich habe Männer befragt, wie es sich anfühlt, wenn sich eine Frau nicht meldet. Und eine ganz spannende Rückmeldung war, dass er mir gesagt hat, in den ersten 2 Wochen nach der Trennung hat sie sich gar nicht gemeldet.
Er hat angefangen, sie mehr und mehr zu vermissen, aber in der ersten Woche noch gar nicht. Erst dann so ab Tag 10, Tag 11 hat er angefangen, sie zu vermissen. Tag 14 hat sie sich wieder gemeldet. Und der Mann hat mir berichtet, das war wirklich das Gefühl, was so, es hat sich so aufgebaut, dieses Vermissen, dieses sie wiedersehen wollen. Und als er sich dann gemeldet hat und er gemerkt hat an den Nachrichten, dass sie sofort wieder verfügbar ist, dass sie sofort weitermachen würde, hat sich sein Bedürfnis, sie zu sehen, ist sofort wieder gefallen. Und es war sofort wieder so, okay, ja, das war zu. Und interessant ist, wenn man diesen Zeitraum ein bisschen ausweitet, also da machen diese 6 Wochen schon Sinn, dann kann er wirklich vermissen. So, das ist der wichtige Part jetzt auf seiner Seite an der Kontaktsperre, ist, dass er drüber nachdenken kann, dass er merkt, wie es ist ohne dich. Und keine Sorge, Menschen vergessen dich nicht. So schnell geht das nicht. Niemand vergisst dich und man verliebt sich auch nicht so schnell, wenn da noch Gefühle für dich sind, weißt du? Denk mal an dich selbst. Wenn du noch Gefühle für deinen Ex hast, du siehst keinen neuen Mann, egal wen du kennenlernst, niemand gefällt dir wirklich. Und auch wenn diese Gefühle dir nicht bewusst sind, wenn das unterschwellige Gefühle sind, das blockiert uns ja manchmal. Das hält uns ja manchmal davon ab, eine neue Beziehung zu beginnen. Und diese Gefühle hat ja er genauso in sich. Er trennt sich ja nicht von dir und dann sind alle seine Gefühle weg. Er trennt sich von dir und er hat noch Gefühle für dich. Aber er hat aus irgendeinem Grund entschieden, dass die Beziehung ihm nicht gut tut. Und wenn du jetzt sagst, naja gut, dann ändere ich halt mein Aussehen oder ich weiß nicht, oder ich nehme jetzt halt in diesen 6 Wochen 5 Kilo ab oder sowas. Du weißt ja, Fitness und Gesundheit ist mir wichtig. Ich finde es gut, wenn du Fitness machst, wenn du schaust, dass du dich gesund ernährst, wenn du auf dich selber achtest. Das finde ich alles toll und sehr, sehr wichtig generell für eine Beziehung. Aber das alleine bringt dir deinen Ex nicht zurück. Er hat dich nicht verlassen, weil du ihm nicht äußerlich gefällst, sondern er hat dich verlassen, weil emotional etwas nicht gepasst hat. Und jetzt sprechen wir darüber, wie das Ganze wirklich funktionieren kann und wie du deinen Ex zurückbekommst und nicht nur zurückbekommst, sondern eine dauerhaft glückliche Beziehung mit ihm aufbaust. Und dazu musst du in ihm das Gefühl auslösen, dass er einen Fehler gemacht hat. Dass er sich wirklich denkt, oh mein Gott, ich habe die beste Frau verlassen, ich will sie wieder zurückhaben. Und das funktioniert nur, indem er emotional überzeugt ist. Also das heißt, du musst in ihm diese emotionale Überzeugung auslösen, dieses Gefühl, dich unbedingt wieder haben zu wollen. Und wie gesagt, einfach nur besser aussehen ist nutzlos. Weil wenn du in ein Gespräch mit ihm gehst, das besser aussehen, das wirkt für die ersten 10 Minuten. Wenn er sich denkt, wow, die sieht toll aus, ja, die strahlt richtig. Aber dann, wenn du dann anfängst zu reden und er merkt im Gespräch nach kurzer Zeit, dass da wieder die gleichen Themen hochkommen, die gleichen Emotionen noch nicht verarbeitet sind, dann sinkt sein Interesse sofort wieder. Das heißt, viel wichtiger ist es, dieses Gefühl wiederherzustellen. Weißt du, manche Menschen sagen, nein, den Ex zurückzubekommen, warum will man das überhaupt? Und das so aufgewärmt schmeckt nur Gulasch und so Blödsinn. Schau, ich meine, eine Essensmetapher zu vergleichen mit einer komplexen Liebesbeziehung ist ein bisschen flach, finde ich. Weil Menschen trennen sich, obwohl sie dich lieben. Menschen trennen sich trotz Liebe. Das passiert. Und das passiert dann, wenn sie natürlich selbst Ängste haben, die ausgelöst werden. Bindungsangst, das ist real. Okay? Das ist real. Es gibt Menschen, die trennen sich, obwohl sie den Partner eigentlich lieben. Aber weil irgendetwas Negatives dem Positiven überwiegt. Das ist der Grund. Man trennt sich nicht einfach so und man trennt sich auch nicht immer, weil man schon vollkommen abgeschlossen hat. Das Abschließen passiert normalerweise erst über die Zeit. Eine Trennung ist eine große Entscheidung, die man trifft, vor allem wenn das schon eine Zeit lang ging oder vor allem wenn die Gefühle am Anfang sehr stark waren. Eine Trennung ist eine große Entscheidung, die nicht leichtfertig getroffen wird vom Menschen. Und es ist nicht so, dass man sich trennt und sagt, okay, ich mag dich jetzt zu 0% und vor kurzem mochte ich dich noch zu 100%, das ist Blödsinn. Ja? Es ist so, dass dieser Mensch dich immer noch liebt, in vielen Fällen, in sehr vielen Fällen, aber dass irgendetwas Negatives dem Positiven überwiegt und ihn dazu bringt, sich aus der Beziehung zurückzuziehen und zu sagen, okay, ich möchte lieber allein sein, weil das triggert zu viele negative Gefühle oder es ist vielleicht zu anstrengend oder es bringt vielleicht zu viele Probleme mit sich, die ich im Moment nicht schaffe, weil ich vielleicht andere Themen in meinem Leben habe,
die mich stark belasten. Und jetzt kommen wir auch schon zu 6-Schritte-Strategie. Der erste Schritt ist, finde heraus, was das Problem war. Analysiere die Beziehung, vor allem in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Was waren negative Trigger für ihn? Und du merkst es daran, dass es Situationen gab, in denen er sich plötzlich mehr zurückgezogen hat. Das heißt, weniger reagiert hat, sich nicht mehr so oft gemeldet hat. Schau dir diese Situationen an. Was ist genau unmittelbar davor passiert? Gab es ein Gespräch? Gab es irgendein Missverständnis? Gab es einen Streit? Oder war es vielleicht das Gegenteil? War es ganz besonders schön? Wart ihr euch ganz besonders nah? Und es hat Bindungsangst ausgelöst. Und das ist der erste Schritt, bevor du dich für irgendeine Strategie entscheidest und irgendeinen Weg gehst. Und ich weiß schon, manche Leute sagen jetzt, ja, Strategie, ich brauche keine Strategie, es muss alles natürlich funktionieren. Ja, schön wär's. Weißt du, schön wäre es, wenn wir das alle natürlich machen könnten, können wir aber nicht, weil wir es nicht gelernt haben. Wir können Dinge nicht automatisch natürlich umsetzen, die wir nicht gelernt haben. Wenn wir nie gelernt haben, wie Vergebung funktioniert, wenn wir nie gelernt haben, wie man in einer Beziehung über Probleme diskutiert oder wieder zusammenfindet. Ich meine, wer von uns hat in seiner Kindheit wirklich gelernt, also eine gute Strategie mitbekommen, wie man mit Konflikten umgeht oder in einer Beziehung wirklich einander vergibt und wieder glücklich miteinander wird? Wer von uns hat das gelernt in der Kindheit? Genau, richtig, ja, so gut wie niemand. Und deshalb gibt es Coaches und deshalb gibt es YouTube-Videos und deshalb gibt es Bücher und so weiter, damit wir Strategien lernen können, die wir hätten lernen sollen als Kind, aber nicht die Möglichkeit gehabt haben. Und deshalb verwende ich das Wort Strategie oder Plan oder richtige Verhaltensweise. Also bevor du dich für eine Verhaltensweise entscheidest, überleg dir ganz genau, was hat dazu geführt, dass die Beziehung geendet hat. Was war wirklich der Auslöser? Was waren wirklich die negativen Trigger? Und im zweiten Schritt analysiere dein eigenes Verhalten. Woher kommen deine Verhaltensweisen? Hast du zum Beispiel Verlustangst? Verlustangst führt oft dazu, dass wir den Partner unbewusst einengen, weil wir eben Angst haben, dass er geht, wenn wir uns nicht extrem um ihn bemühen. Oder hast du vielleicht Bindungsangst? Hast du dich vielleicht selber immer wieder zurückgezogen in Momenten, wo du eigentlich Liebe zeigen wolltest? Oder hast du Selbstzweifel und denkst du innerlich manchmal, dass du nicht gut genug bist und verhältst dich dadurch manchmal unnatürlich oder traust dich nicht, deine Liebe wirklich auszudrücken? Was waren die Gründe bei dir? Analysiere dein eigenes Verhalten. Woher kommt das? Sind das Kindheitsmuster? Sind das Verletzungen aus einer vorherigen Beziehung? Sind das negative Glaubenssätze? Was hat bei dir dazu geführt, dass du vielleicht in der Beziehung nicht immer ganz du selbst sein konntest? Und der dritte Schritt, und der ist enorm wichtig, und diesen dritten Schritt musst du machen, bevor du ihn wieder kontaktierst. Auflösen deiner Ängste. Auflösen deiner Themen, deiner negativen Glaubenssätze. Denn das ist genau der Fehler, den ich nicht gemacht habe. Ich habe eine 6 Wochen Kontaktsperre gemacht. In der Zeit habe ich gewartet, wirklich jeden Tag und konnte es gar nicht erwarten, dass diese 6 Wochen um sind. Da habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn ich eine Nachricht bekommen habe. Und als die 6 Wochen um sind, bin ich genau gleich in die Beziehung zurück. Das heißt, ich habe all meine Unsicherheiten und Ängste mitgenommen und ich war damals super unsicher. Ich hatte mega Selbstzweifel, ich hatte Verlustängste. Wenn du diese Ängste nicht auflöst und das in dir heilst, dann wird auch die nächste Beziehung genauso wieder scheitern. Dann wirst du von einem Desaster ins nächste gehen, so wie ich das damals hatte, bis du erkennst, dass es wichtig ist, diese Themen in dir selber aufzulösen. Und dann kommen wir zum vierten Schritt, Selbstliebe und Selbstsicherheit. Und das bedeutet, natürlich sofort, nachdem die Ängste aufgelöst worden sind, ist es der nächste logische Schritt zu sagen, ich arbeite an meiner Selbstliebe. Und das sind so Dinge wie deine Bedürfnisse kommunizieren können oder zu dir selber stehen, Nein sagen können, Grenzen setzen können, aber auch deine Gefühle zeigen können. Selbstliebe, Selbstsicherheit bedeutet auch, dass ich einem Menschen zeigen kann, wenn ich ihn liebe, dass ich mich das traue, dass ich nicht Angst haben muss, meine Liebe zu kommunizieren, meine Liebe zu zeigen, weil ich mir sicher bin, dass ich eine tolle Frau bin, dass du die Richtige für ihn bist und dass das richtig ist, auf deine Art und Weise deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und Selbstliebe bedeutet auch, dich daran zu erinnern, dass du eine Königin bist.
und dass du es verdient hast, gut behandelt zu werden und geliebt zu werden. Und dann kommen wir zum fünften Schritt. Jetzt ist es soweit. Jetzt kannst du ihm schreiben. Schritt Nummer 5 ist, schicke die richtige Nachricht zum richtigen Zeitpunkt. Denn dadurch kommt es relativ schnell zu einem Wiedersehen. Ich begleite regelmäßig Frauen dabei, diese Nachrichten zu schreiben, damit es wieder zu einem Treffen kommt. Denn wenn du die falsche Nachricht schreibst, dann kann natürlich sein, es muss nicht sein. Ja? Wenn er dich wirklich schon stark vermisst, dann kannst du auch irgendwas schreiben. Aber wenn er immer noch Zweifel hat, dann kann die falsche Nachricht dazu führen, dass er sich nochmal zurückzieht und dass quasi diese 6 Wochen Wartezeit umsonst waren. Das heißt, es ist wichtig, die richtige Nachricht zu schreiben, etwas zu schreiben, das ihn dazu bringt, dich wirklich wieder sehen zu wollen, etwas zu schreiben, das ihn neugierig macht, etwas zu schreiben, das ihm zeigt, dass du selbstsicher bist, dass du deine Ängste aufgelöst hast und ihm auch so ein bisschen das Gefühl gibt, dass er dich neu kennenlernt, dass du eine neue Frau bist, dass er jetzt nicht die exakt gleiche Frau wieder trifft, mit der er Schluss gemacht hat, sondern Moment mal, das ist ja eine ganz andere Person in Wirklichkeit. Vielleicht habe ich sie falsch eingeschätzt. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer 6, und zwar diese Beziehung komplett neu beginnen. Das ist wichtig. Viele Leute denken bei der Ex-Zurück-Strategie, okay, es gab das Wiedersehen und wir haben uns wieder geküsst und es ist alles perfekt und wir machen jetzt exakt da weiter, wo wir aufgehört haben. Das ist ein Fehler, weil du gehst dann in die gleiche Routine. Das sollst du nicht. Die Beziehung soll komplett neu beginnen, wie ein neues Kennenlernen. Stell dir wirklich vor, du lernst einen neuen Mann kennen und er lernt dich neu kennen. Das heißt, dass du hier auch mehr Geduld haben musst. Viele denken dann, so, jetzt sind wir wieder zusammen und jetzt machen wir gleich so weiter. Jetzt sehen wir uns wieder jedes Wochenende und jeden Dienstag und jeden Donnerstag und mittwochs noch zum Mittagessen. Und man will sofort zurück in diese alte Routine. Das ist falsch. Okay, umso ähnlicher du die neue Beziehung der alten machst, umso schneller wirst du in der gleichen Situation sein. Du musst neu beginnen, du musst Raum geben und wirklich so dich verhalten und die Treffen so gestalten, wie sie wären, wenn das ein komplett neuer Mann wäre. Und wenn du diesem Plan folgst, dann klappt es garantiert. Das ist wie ein Kochrezept. Aber man muss es Schritt für Schritt durchführen und zwar in der richtigen Reihenfolge, sonst klappt es nicht. Und die Reihenfolge dieser Schritte ist wichtig. Es ist enorm wichtig, dass du eine Analyse machst, dass du weißt, was deine Ängste und Glaubenssätze sind und dass du diese auflöst, bevor du ihm schreibst. Und dann ist es wichtig, was genau du schreibst. Denn diese Phase nach der Trennung ist ganz besonders sensibel. Und es kann eine falsche Nachricht, es kann ein Treffen zum falschen Zeitpunkt dazu führen, dass du die vielleicht letzte Chance verlierst. Wir bei Soulmate Coaching haben schon tausende Frauen dabei begleitet, mit ihrem Ex wieder glücklich zu werden. Also melde dich jetzt für ein kostenloses Strategiegespräch bei Soulmate Coaching und erfahre, wie meine Coaches und ich dich dabei unterstützen können, dass du jetzt mit deinem Ex wieder glücklich wirst. Direkt zum kostenlosen Strategiegespräch kommst du hier im Video oder du klickst direkt unter dem Video auf den Link. Ich freue mich darauf, mit dir zu sprechen. Ich drücke dir die Daumen und wir sehen uns im nächsten Video.